Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir haben hier drei Meldungen. Einrichtung hat keinen Strom. Oh, ja, da fällt mir gerade was ein. Welche Einrichtung ist das? Die da. Okay, die habe ich da hingebaut. Weil wir haben ja einige Mitarbeiter, die... keinen Arbeitsbereich zugewiesen haben. Und hier bei Sway auch, aber die haben Strom, ne? Genau. Und dass die auch, ja, ich weiß nicht, ob die Hütten hier nutzen, wo Arbeitsbereiche zugewiesen sind. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen habe ich mal sehr weit abseits einfach nochmal ein paar Hütten hingestellt, die jetzt nicht zugewiesen sind. So, und das sollte jetzt auch passen. Viele denken, dass die Tickets zu günstig sind. Ja, das ist ja... Gott, dann machen wir sie halt teurer. So. Ich hoffe, jetzt ist besser. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wir könnten... Wo machen wir jetzt weiter? Machen wir hier weiter? Den Bereich? Da könnten wir aber ein Gehege hinmachen, ne? Eins. Das ist süß. Die klingen total niedlich. Ja, hier könnten wir ein Gehege hinmachen. Müssen wir nochmal gucken, was für eines am geschicktesten... Wir haben hier, da ist Afrika. Da hinten haben wir die Grizzlies. Was machen wir denn dann hier hin? Wir gucken einfach mal, was wir für einen Tierhandel hier haben, ne? So. Wir haben afrikanischer Strauß. Wildhund, Alpensteinbock. Der Biber. Der Biber wäre doch eine Idee, oder? So, gucken wir mal. Zoopedia. Amerikanischer Biber. Der wohnt hier in... Das würde auch ganz gut zu den Grizzlies passen. Die sind ja auch so die Ecke da. Artendaten. 2 bis 8. Partnerlose Weibchen ohne Jungtiere. Partnerlose Männchen ohne Jungtiere. 2 bis 8. Bis zu 8 Männchen, bis zu 8 Weibchen. Okay. Monogam sind die. Okay, das ist gut. Pflanzen sich nur schwer fort in Gefangenschaft. Amerikanische Biber klatschen mehrere Male mit dem Schwanz auf die Wasseroberfläche. Okay. Dann könnten wir hier so eine Art Fluss hinmachen, ne? Das würde aber woanders eigentlich besser hinpassen, glaube ich. Wenn wir dann so entsprechend mit Gefälle und so arbeiten können. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Tierhandel. Was haben wir noch? Bison, Winterung? Was ist das? Hä? Kenne ich gar nicht. Binturong, Marderbär, Süd- und Südostasiens, besitzt einen langen, stämmigen Körper mit vergleichsweise kurzen, dicken Beinen. Okay. Hm. 2 bis 5, bis zu 5 Weibchen, bis zu 5 Männchen.
kann mit Sonnenbär oder malaysischem Tapir zusammengehalten werden. Okay. Achso, was wäre denn der Biber? Der hätte zu nichts gepasst. Okay, wir können auch hier mal durchgehen. Blauer Pfau, Blauzungenskink, Bongo, Bonobo, Orang-Utan, also Affen machen wir da eher nicht hin. Braun-Glattstirnkaiman. Sollen wir da Kaimane hinmachen? Die können wir wahrscheinlich auch mit nichts anderem zusammentun, ne? 1 bis 2. Ui, das ist wenig. Breitmaulnashorn. 1 bis 5. Ein Männchen bis zu 4 Weibchen. Das könnten wir da natürlich hin tun, ne? Das Breitmaulnashorn. Das können wir sogar mit anderen zusammenhalten. Das wäre eine Idee. Ich glaube, das machen wir. Den Strauß könnten wir sogar dazu packen. Vielleicht müssen wir die Strauße dann nochmal umsiedeln und wir machen da vorne was anderes hin. Okay, dann nehmen wir einen Breitmaulnashorn. Breitmaulnashorn. Filter. Da, Breitmaulnashorn. Und dann gucken wir mal, was wir dazu packen. Ein Männchen. Und 2 Weibchen. So. Achso, bevor ich die da hinpacke, sollte ich das Gehege bauen. Wäre, glaube ich, sehr von Vorteil. Was brauchen die für ein Gehege? Natürlicher Lebensraum. So, Anforderungen. Wasser, keine. Ah, hier kann ich auch noch einstellen. 3000... 300 Quadratmeter groß und mindestens Grad 4. Größer 2 Meter. Okay. Grad 4, größer 2 Meter. So, was haben wir da? Grad 3. Ups. Grad 2. Also da brauchen wir schon... Der hat sogar Grad 6. Grad 5. Grad 5, Grad 4. Das ist gut. Dickes Glas. Ich glaube, das nehmen wir. Zumindest hier sind die Bereiche. Zwei Meter oder mehr. Machen wir das hier vielleicht? Andererseits will ich das auch ganz gern als Gehege nutzen. Wenn wir schon da auch viel mehrere Tierarten reinpacken wollen, müssen wir nur mal gucken, welche wir dazu tun. Kann ich das da drüber bauen? Barrieren, da machen wir mal eine Glasgehege-Eingang.
So. Kann ich da einen Weg dran bauen? Nee. Mist. Das ist die Wasseraufbereitung, ne? Die können wir aber ja eigentlich auch woanders hinsetzen. Die könnten wir... Hier irgendwo zum Beispiel auch platzieren. So, dann machen wir hier den Teil nämlich weg. So, dann geht es nämlich mit der Barriere weiter. Dann würde ich das nämlich ganz gerne... Können wir da drunter durch? Können wir. Dann können wir das nämlich bis an die Bahnstation hier dran bauen. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das mit den Rückzugsorten dann machen. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein schönes, großes Gehege. Ich weiß auch nicht, ob man das hier alles im... mit Glas machen oder so. Doch, aber das ist schon mal gut. Müssen es, glaube ich, nur mal komplett. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So, komplett höher ziehen. Zwei Meter 13. Ach so, das geht nicht höher wegen dort. Macht Sinn. Aber wir brauchen nur größer 2 Meter. Von dem her passt das. Oh, wir haben 2 Leute hier. Haku Inu und Miyakore. Okay. Können wir da nicht Hallo sagen? Wenn die Zufriedenheit eines Gastes... Bildung ist ihm zu wenig. Ich kann doch irgendwo Hallo sagen, oder? Gruppe hinauswerfen. Nein, natürlich nicht. Ne, anscheinend kann man nicht Hallo sagen. Okay, wir gehen hier hin zurück. So, zum Tiermarkt, genau. Da können wir vielleicht noch ein Weibchen dazu kaufen. 14,6 Jahre. So, Tierhandel. So. Die wird schon umgelagert. Die 3 kommen auch noch. So. Dann müssen wir mal gucken, welchen Bereich wir die zuordnen. Oder machen wir hier einen eigenen Mitarbeiterbereich. Wäre noch eine Möglichkeit, ne?
Dann bauen wir hier mal Einrichtungen. Mitarbeiter, so. Tierpflegerhütte. Dann machen wir hier eine hin. So. Mitarbeiterraum können wir direkt daneben packen. So. Das sollen eigene Bereiche geben. Forschungszentrum. Braucht man ein Forschungszentrum? Fehler ist es vielleicht nicht, ne? Wenn wir da sowas hinmachen. So, Forschungszentrum. Tierarztpraxis. So. Wobei, da kann man vielleicht Gruppe auswählen, Tierarztpraxis. Dann machen wir die Werkstatt noch mit dran. So, Gruppe bearbeiten. Jetzt können wir die Werkstatt mit dran machen. So. Und was brauchen wir noch? Quarantäne. Nehmen wir auch nochmal eine Quarantänestation mit. Quarantänebereich groß. Da ist die Tür. So, beenden. Tierpflegerhütte haben wir, Tierarztpraxis haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Handelszentrum haben wir keines. Brauchen wir eines? Quarantäne haben wir, Tierarzt haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es. Okay, wusste ich. Ich dachte doch gerade schon. Das Handelszentrum fehlt uns noch und das lassen wir, glaube ich, auch weg. So. Nashörner sind dort. Wir machen gerade mal Pause. Weil dann kann ich hier jetzt nämlich wegen Wegen gucken. Raster. Machen wir mal so. So. So machen wir das mal und dann können wir da jetzt noch die Rasterausrichtung aufheben. Den, 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 den. So. Ach so, und hier brauchen wir ja auch noch einen Weg, ne? Wäre sehr von Vorteil, wenn wir hier auch noch einen dran machen. So. Nashörner sind dort. Jetzt gucken wir mal. Ja, was wir brauchen, das, meine Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Diese ist jetzt nämlich beendet. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei. Ja, wenn wir dann A, den Mitarbeiterbereich hier natürlich weiterbauen und B, uns um das Nashorngehege kümmern. Und dann packen wir natürlich da auch noch weitere Tiere mit hinzu. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüss. Bis zum nächsten Mal.